Dankeschön und damit herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz im neuen Jahr. Begrüße Gäste vom SV Wien Wiesbaden. Begrüße unseren Trainer Pavel Dotschev und darf Peter Vollmann gleich zu seinem 14. Unentschieden befragen. Ich denke, das ist Unentschieden, wo wir natürlich irgendwo mit zufrieden sind. Wir haben natürlich das Mittwochspiel so ein bisschen im Laufen gehabt, das hat man in den letzten 15 Minuten auch gemerkt. Ich denke, dass wir hier die große Chance hatten, in Führung zu gehen. Einmal in der ersten Halbzeit und einmal in der zweiten Halbzeit, wo der Marcin den Ball noch neben das Tor platziert. Und in der zweiten Halbzeit der Kopfball, dass ich natürlich meine Mannschaft hier so einstellen muss, dass Preußen Münster möglicherweise kein Tor schießt und das vielleicht nicht immer so schön aussieht. Das ist, denke ich, von meiner Seite aus klar. Und wir haben die zwei Chancen vergeben, haben am Ende Glück gehabt, dass Münster dann ihre zwei sehr, sehr guten Chancen nicht nutzen kann. Und so sind wir und ich dann mit dem Unentschieden zufrieden und wünsche natürlich meinem Kollegen weiterhin alles Gute, dass es zum Aufstieg kann. Danke sehr, Peter. Aber Gottschalk, bitte. Ja, das war so, wie ich erwartet habe. Ich habe schon im Vorfeld gewusst, dass heute wir sehr, sehr hartnäckige Gegner haben werden. Hat sich auch so bestätigt. Ich habe versucht, auch gestern meine Mannschaft klarzumachen, dass wir geduldig den Druck kontinuierlich aufbauen müssen und dass wir immer wieder nach vorne spielen. Aber das war leider nicht so gut von uns umgesetzt, weil nach Balleroberung haben wir etwas zu langsam umgeschaltet in Vorwärtsbewegung, bevor sich der Gegner hinten organisieren kann. Und das ist das, was ich die Mannschaft kritisieren kann und vorwerfen kann. Danach, wenn die Mannschaft von denen hinten gestanden hat, haben wir wirklich kaum Platz gehabt. Die waren teilweise mit 11 Mann hinten und es ist immer gefährlich, ausgekontert zu werden. Und Peter Vollmann hat recht, dass wir zweimal richtig Glück gehabt haben. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft von denen auch auf sowas gelauert hat. Die wollten hinten nicht zulassen und nach vorne warten auf unsere Fehler. Zum Glück ist nichts passiert, dass wir Gegentor bekommen haben und gleichzeitig wir könnten nicht so viele Torschancen herausarbeiten. Wir waren teilweise auch kompliziert in der Nähe vom Tor. Wir haben versucht, auch zu viel durch die Mitte zu spielen, klein, statt zu versuchen, über außen das 1-1 zu suchen, das Tempo zu erhöhen. Da waren wir nicht konsequent genug. Und jetzt muss ich diesen Punkt nehmen. Also wir wollten heute unbedingt nachlegen, wir wollten heute gewinnen. Die Jungs haben versucht, man sieht schon, dass die auch bis zum Schluss gekämpft haben und dass die selber ein bisschen enttäuschen, aber trotzdem sage ich nochmal, diese Punkte nehmen wir mit. Jetzt bereiten wir uns mal auf nächstes Spiel vor. Wir haben jetzt Heidenheim, ich bin mir sicher, Heidenheim, die kommen schon uns etwa besser entgegen, weil die werden selber versuchen zu spielen, die wurden auch zu Hause gewinnt, starke Mannschaft. Aber trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir nach Heidenheim mit auf jeden Fall in der Lage sind auch zu punkten und das ist jetzt, auf was ich mich konzentriere. Heute Mund abputzen, wie man sagt, und nach vorne schauen. Dankeschön.